Hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Zelda Twilight Princess. Im letzten Part haben wir ein bisschen Scharfschütze gespielt und haben nun ein neues Item bekommen, Ilias Halskette. Und ich würde sagen, die bringen wir direkt Ilia zurück, um mal zu schauen, ob die Erinnerung vielleicht ja auch wieder zurückkommt. Wäre ja mal schön. Da da da, Juden doch, ich bin wieder da. Guck mal, ich hab da was. Cutscene. Schon mal gut. Ich, du, wir kennen uns, nicht wahr? Ich erinnere mich, es roch nach Gras. Das war vor langer Zeit, wir waren beide noch Kinder. Du warst immer an meiner Seite. Sebi, du bist's. Oh, endlich! Sie kann sich wieder erinnern. Schön. Oh, geile Musik. Oh, Gänsehautmoment. Oh, geil. Oh, schön. Gänsehaut. Ah, oh, und die ganzen Kiddies. Endlich, endlich, ihre Erinnerung ist zurück. Ja, lasst uns mal alleine hier. Der andere, der stiert immer noch nein. Uah! Ciao. Das hier wollte ich dir vor deiner Abreise geben. Sebi, ich hoffe, du wirst es mögen. Oh, danke schön. Du hältst die tönerne Flöte. Für Epona angefertigt. Geil. Lege sie und rufe Epona, wann immer du willst, im Freien. Geil. Ich warte hier auf dich. Du musst dir keine Sorgen mehr machen. Schöne Sache, schöne Sache. Sebi, du erinnerst dich doch an diesen Stab aus den Wolken, von dem ich dir erzählt habe, oder? Weißt du, es ging dabei eigentlich um einen Herold der Wolken, der einen Stab bei sich hat. Diese Alte, die mir geholfen hat zu fliehen, hat mir davon erzählt. In der Heimat dieser Frau wird wird seit langem etwas aufbewahrt, das der Herold der Wolken braucht, und sie wartet auf sein Erscheinen. Es handelt sich um etwas, das nur dem Herold der Wolken, der einen Stab trägt, ausgehändigt werden darf. Deshalb konnte die Alte auch ihr Dorf nicht verlassen. Sebi, hast du denn keine Ahnung, wo dieser Herold bei der Wolken, der einen Stab bei sich trägt, sein könnte? Ich habe da so eine dumpfe Vermutung, den Stab hab nämlich ich. Das würde eventuell heißen, dass wir eventuell der Herold der Wolken sind. Maybe, maybe. Das heißt, wir müssen eigentlich rein theotatetisch wieder zurück zur Alten. Demher warten wir uns direkt. Moment, nee. Ich mach noch was anderes. Wir könnten ja noch ein bisschen Geld spenden. Hätten wir zumindest ein bisschen was weg davon wieder. Von dem her, kann man eigentlich nachts in den Maro-Markt? Zu dieser Zeit haben wir doch nicht offen. Was blickst du hier eigentlich ein, nur weil du ein Kunde bist? Ja, ist ja gut, okay. Ich hab verstanden, ist dunkel, bringt nix. Schon kapiert, ich hau ja schon ab. Okay, da warten wir uns doch. Wapen, nicht zum Wolf. Wapen, danke. Jetzt kann man. Scheiße, müssen den ganzen Weg ja schon wieder laufen. Okay. Let's go. Aber diesmal schnappe ich mir Epona, ey. Sonst wird mir der Weg echt zu lang. Tsching. Welcome back. Von dem her direkt zum Menschen werden. So, und? Ah, schöne Melodie! Hi, Eponalein! I need your help! Wo war das nochmal? Genau da oben lang. Let's go! Müssen wir uns wieder auf den
etwas längeren, beschwerlichen Weg dahin machen zum Dorf. Naja, aber bis jetzt könnte ich mal so ein Zwischenfazit zum Spiel abgeben. Ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal gemacht habe. Denn wir sind mittlerweile ungefähr mit dem Dreiviertelsten des Spiels durch, würde ich schon sagen. Zwei Drittel, drei Viertel, so um den Dreh rum haben wir mittlerweile geschafft. Bis jetzt muss ich sagen, ist das Spiel recht geil. Die Grafik gefällt mir sehr gut. Dafür, dass es ein Gamecube-Spiel ist, finde ich die Grafik eigentlich sehr gut. Natürlich auf der Wii-Edition hat man grafisch nochmal ein kleines bisschen besser. Aber ja, soll mich nicht stören. Ich finde das Spiel an sich geil, weil man da eine richtig geile Welt hat. Und an sich die Sachen mit dem Wolf finde ich absolut genial. Und ja, so als kleines Zwischenfazit zumindest fürs erste Mal. Ich würde sagen, das komplette Fazit gibt es am Ende des Spiels. Ich bin an sich gespannt, wie viele Parts wir noch brauchen. Ich schätze es mal so auf 30 Stück. 30, 40 Parts eventuell noch. Naja, ich eine ganz schöne Zeit lang. Uppa, scheiße. Klar. Vor allem erstmal hier runter, Mann. Geht's wieder rüber. Und let's go. Ja, wie gesagt, das komplette Fazit gibt es am Ende des Spiels. Ich denke, noch so 40 Parts wird's noch geben. Denn wir haben noch ein ganz schönes Stück vor uns. Und die Dungeons, die noch kommen, werden deutlich länger sein. Und bevor wir jetzt ins Dorf zurückkehren, möchte ich noch eine andere Sache machen. Ich möchte nämlich diesen blöden Warp-Punkt da hinten endlich aufmachen. Dann können wir jetzt den Weg das nächste Mal, falls wir nochmal hierher müssen, sparen. So, jeden Tag. Ah, guck mal, da sind sie ja, die süßen kleinen Schattennerveviecher. Zum Wolf werden. So, ihr drei waren. Sterbt einfach. Dankeschön. Geht ja recht schnell. Schick-tsching. Und zack, warten wir mal direkt. Denn ich glaube, die Brücke, die da kaputt war, kann man da, glaube ich, war da doch das Stück. Müssen wir mal gucken. Ich glaube schon. Kaching! Let's go! Ja, genau, das Stück will ich haben. So, wo haben wir jetzt aufgemacht? Da, Eldin-Brücke. Damit zumindest die Brücke mal wieder ganz ist. So mit einer Show Me Your Kraft. Ciao. Oh, das Ding muss echt schwer sein. Naja, solange das ja funktioniert hier mit dem Wappen. Let's go. Und einsetzen. Like Lego. Bands. So, damit haben wir die Brücke komplett wieder zusammengefügt. Wunderprächtig. So, jetzt gehen wir wieder zurück zu Epona und dann auf ins Dorf. Ich würde jetzt mal was interessieren. Kann ich als Wolf mit meinem Pferd reden? Haben wir das schon mal ausprobiert? Weiß ich gar nicht. Egal, ich probiere es nochmal aus, falls wir es schon hatten. Sorry. Reden. Auch in dieser neuen Gestalt erkenne ich dich. Sebi, ich finde schnell zu deinem wahren Selbst zurück. Geil. Okay, verwandeln wir es wieder zu Menschen. Guck, so schnell geht das. Ich bin wieder ich selbst. So. Und einmal Kehrtwende. Danke. Let's go. So, jetzt gehen wir endgültig zum Dorf. Zu dieser alten Hexe. Nee, Quatsch, Hexe war es ja nicht. Zu dieser alten Frau. Mal gucken, ob wir wirklich der Herold der Wolken sind. So. Zack. Absteigen. Oh Mann, ihr nervt. Sterbt doch. Und du geh mir auch nicht auf die Nerven. Hallo, stirb. Danke. Ah, da ist ein Herzchen. Herzchen. So, wieder voll aufgeladen. Und auf, zurück zum Dorf. So, den Stab rüste ich gleich mal aus. Den werden wir wahrscheinlich gleich vorzeigen müssen. Ah, schade. Jetzt gibt's hier leider die coole
Westernmusik nicht mehr. Leider, leider, leider. Dafür ist es hier recht still. Ah ja, schade. Ja. Miau, ganz viel Katzen. Tschüss, Katzenstadt. Oh, die nehme ich mit und die nehme ich mit. Ich nehme euch alle mit, ihr seid so süß. Ich denke mal, dass sie hier drin ist, die Alte. Let's have a look. Miau, oh, noch ganz viel Katzen. Oh Gott, wie süß. So, ich habe hier einen Stab. Oh, dieser Stab, ist das etwa der Kopierstab? Bist du etwa der Herold der Wolken? In meinem Volk erzählt man sich, dass vor langer, langer Zeit die Königsfamilie, als sie noch mit den Kumulanern verkehrten, von diesen einen Stab geschenkt bekam, den dem einen seltsame Kraft in der Wut bezeichnet man als Kopierstab. Aber nur einen von der Königsfamilie anerkannten Herold der Wolken wurde es gestattet, diesen Stab zu tragen. Und unser Volk bewahrt auf Befehl der Königsfamilie seit langer, langer Zeit ein Dokument auf, das der Herold der Wolken braucht. Das hier ist dieses Dokument. Bitte nimm es. Ah, ein Kumulaner-Dokument. Alte Sprache übersetzt. Aber der Text enthält Lücken. Okay. Schlecht. Dieses Dokument ist in der alten Sprache der Kumulaner geschrieben. Ich bin so froh, dass ich hier geblieben bin. Wenn ich dieses Mädchen nicht getroffen hätte, wäre alles anders gekommen. Das Zusammentreffen mit ihr muss eine göttliche Fügung gewesen sein, um dich von diesen Dingern da bla bla bla. Ja, ja, ja. Ich bin heute echt nicht so in der Lese-Ding. Also, lesen geht heute irgendwie mal wieder gar nicht. Passiert leider. Ja, hoffentlich im nächsten Mal wieder besser. So, wir warpen jetzt. Ah, jetzt auf einmal können wir hier drin warpen. Ja, klar. Scheiß drauf. Auf zurück nach Kakariko. Ist auch schön Tag. Das heißt, wir können noch Geld spenden gehen. Ich würde ich gerne machen. Nebenher. Welcome back to Kakariko Town. So. Und direkt wieder zum Menschen verwandeln. Ich würde sagen, dann gehen wir jetzt mal erstmal Geld spenden. Ich glaube, da fehlten noch 200 Rupees oder so. Muss ich mal gucken. Und danach ist die nächste Spendenaktion eröffnet. Ich weiß gar nicht, 1000 oder 2000 muss man da spenden bei der zweiten Runde. Aber erstmal brauche ich noch ein paar Pfeile. Denn ich habe, glaube ich, nur noch einen einstecken. Von dem her einfach mal fett 20 Pfeile gekauft. Ja, 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 ja. Genügend Geld beschaffen, um Harrystadt einen Laden zu öffnen. Ja, ja, haben wir ja schon mitbekommen. Für die Reparatur brauchen wir noch 200 Rupees. Ja, klar, die spende ich dir direkt auf den Kopf. 200. Hurra, wir haben das Geld für die Reparatur der Brücke zwischen dem Ostteil von Hyrule und Ebene von Hyrule zusammen. Ah. Du sollst dir diesen korrupten Laden in Harrystadt mal ansehen. Wir bitten noch um einen Beitrag zur Unterstützung, um die Waren in Harrystadt billiger zu machen. Okay, wie viel brauchen wir denn? Öffnung des Ladens, fehlen uns noch 2000 Rupees! Ah! Okay, so viel habe ich gerade nicht bei mir. Naja, spenden wir zumal 100, das heißt noch 1900, damit wir den Laden in Harrystadt eröffnen können, wo dann wirklich billigere Ware angeboten wird, wie momentan bei diesem Ete-Petete-Laden. Okay, jetzt bin ich gerade am Überlegen. Dieses Kumulaner-Dokument könnten wir diesem... Wie hat er gesehen? Jargo, glaube ich, ne? Diesem Jargo zeigen, der da im Heiligtum rumeiert. Vielleicht kann er das ja übersetzen. Gucken, Mama, gucken, Mama. Du, du, du. Von dem her auf nach unten. Guten Tag, Jago, glaube ich, ne, war dein Name. Ich habe hier was für dich. Was ist das denn? Oh, sind das etwa kumulinische Schriftzeichen? Wo hast du das denn her? Ob das vielleicht die Worte sind, die das Siegel lösen? Also gut, versuchen wir es. Okay, mein Handy klingelt gerade schlecht. Nicht anrufen, Mann, ey. Keine Reaktion. Vielleicht ist es nicht diese Statue. Danke, Sebi, die Worte habe ich mir gemerkt. Ich gebe dir das antike Dokument als so erstmal zurück. Ich denke, ich werde versuchen, den Zauberspruch an anderen Statuen auszuprobieren. Die anderen Statuen habe ich schon zu oft besucht. Ich weiß, wo sie sind. Ich markiere sie auf der Karte.
Komm also einfach zu mir, ne? Alle diese Statuen haben die Form einer Eule. Du wirst sie also leicht erkennen können. Wir treffen uns dann dort. Okay. What the fuck? Ah, geil, unser Stab geht wieder. Kopierstab hat seine magischen Kräfte zurück. Geil. Okay, jetzt können wir ihn wieder benutzen. Diesen alten Gestalt, also der Zauber, der diesen Stab wieder erweckt, können wir zumindest zu den Steinstatuen gehen. Der Typ hatte doch gesagt, er würde eine Markierung machen, wo wir die Statue finden. Also, Sebi, gehen wir. Gut, das machen wir dann im nächsten Part, meine lieben Freunde, von dem her. Hier haben wir so mal zwei Markierungen. Naja, werden wir im nächsten Part die Markierungen abgehen. Und, ja, mal gucken, was dabei rauskommt. Und, ja, von dem her würde ich sagen, man sieht sich dann im nächsten Part von Zelda Twilight Princess wieder. Von dem her würde ich sagen, bleibt mir gewogen, bis zum nächsten Mal, euer Sebi. In dem nächsten Part geht's dann ab mit der Statuesuche. In unserem kleinen Kopierstab. Ciao, Leute. Bye.